Hallo, ihr seid richtig bei Optionsstrategien TV und heute gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Optionsmaterie hinein. Und zwar reden wir heute mal über die Griechen und dazu habe ich ein tolles Buch für euch. Also ich habe ja kürzlich mal unter eines der Buchempfehlungen oder in einem der Videos gefragt, ob ihr denn auch daran interessiert seid, vielleicht mal englischsprachige Bücher zum Thema Optionshandel hier vorgestellt bekommen. Und da haben ganz viele mir geschrieben und haben auch in die Kommentare geschrieben, definitiv auf jeden Fall auch englischsprachige Bücher. Und es ist nun mal so, wer sich für den Optionshandel, für den Börsenhandel allgemein interessiert, der findet halt einfach in Amerika viel, viel mehr Material, Lernmaterial als eben jetzt bei uns. Und es werden jetzt auch nicht alle Bücher ins Deutsche übersetzt, weil gerade solche speziellen Bücher wie das, um was es heute geht, die haben eben auch nicht in Amerika diese Reichweite wie jetzt beispielsweise ein Buch von Macmillan oder von Hunt. Und deswegen muss man da schon immer mal schauen, was es in Amerika gibt. Da gibt es wahnsinnig viel Literatur, viel Mist auch, aber wirklich auch gute Dinge. Und das ist ein Buch, und zwar dieses Buch ist von Dan Passarelli, heißt Trading Option Creeks, How Time Volatility and Other Pricing Factors Drive Profit. Und dieses Buch ist, ich zeige es erstmal hier in die Kamera, damit sie jeder sehen kann. So. Und dieses Buch ist erschienen im Jahr, jetzt muss ich selber erstmal schauen, so lange ist das nämlich noch gar nicht her. Das ist erschienen, ich glaube 2013. Lasst mich ganz kurz schauen. Ja, das müsste 2013. Nein, das ist 2008 erschienen und dann nochmal 2012 oder 2013 nochmal neu aufgelegt worden. Und Dan Passarelli, der ist in Amerika durchaus bekannt, denn der war lange Jahre an der CBOE Market Maker, hat dann auch an der CBOE eine Ausbildung oder den Ausbildungsarm der CBOE geleitet. Ihr wisst ja, in Amerika, da gibt es ist Optionshandel viel, viel verbreiteter als hier bei uns in Deutschland. Das liegt natürlich daran, dass es viele andere Produkte nicht gibt. Es gibt keine Zertifikate, es gibt keine CFDs. Der Börsenhandel allgemein wird viel mehr angenommen. Und es liegt aber auch daran, dass die Börsen, also lieber Eurex, hört mal zu, dass die Börsen einfach viel, viel mehr für die Ausbildung der Leute tun. Gerade die CBOE als größte Optionsbörse ist da wirklich ganz weit vorn. Die machen also permanent Ausbildungen, die machen Webinare, die geben Bücher heraus, Unterlagen, und Passarelli hat da also auch diesen Ausbildungsarm der CBOE jahrelang mitgeleitet, und der hat natürlich dann aufgrund seiner Tätigkeit und dessen, was er da mit vielen Händlern auch besprochen hat, hat er natürlich einen extrem guten Einblick in diese ganze Optionsmaterie. Das Buch eignet sich jetzt nicht unbedingt für einen Einsteiger. Also jemand, der jetzt anfangen will mit dem Optionshandel und sagt, okay, ich muss erstmal so ein bisschen klarkommen mit den Grundbegriffen, für den ist das nicht unbedingt etwas. Aber wer jetzt sagt, ich verstehe, wie Optionen funktionieren, ich handle auch Optionen erfolgreich, ich möchte aber einfach noch ein bisschen mehr wissen, ne? Diese paar Millisekunden, die man schneller sein muss als sein Gegner, für den ist das ein gutes Buch. Denn hier geht es tatsächlich nur um die Griechen. Also das heißt ums Gamma, ums Delta, ums Theta, Vega, wie die miteinander sind. Es geht um Standardabweichungen, und das ist schon ein Buch. Ihr seht es auch, ich habe mir hier immer so ein paar Marker hingemacht, ne? Dinge, die mir auch wichtig erschienen, und das ist schon etwas, wo man sehr, sehr tief hineingehen muss. Hier wird beispielsweise auch mal das Roh mit beschrieben. Roh, das kennen wir alle gar nicht mehr, weil das hat was mit den Zinsen zu tun. Und ja gut, Zinsen kennen wir ja auch alle nicht mehr in den letzten Jahren, aber die werden irgendwann mal wieder kommen, und dann wird auch das Roh wieder etwas wichtiger. Und hier geht es wirklich um richtig interessante Sachen, so um delta-neutrale Strategien, wie man da, wie man die Volatilität modellieren kann in Trades, komplexe Spreads, Straddles und so weiter und so fort. Also da hier geht es wirklich sehr, sehr tief in die Materie hinein, Put-Call, Parität und synthetische Sachen, Dividenden und Optionspreise. Also hier wird das mal alles beschrieben. Es ist so, man muss das jetzt nicht unbedingt gelesen haben, um erfolgreich Optionen handeln zu können. Denn das ist schon hier ganz, ganz großes Tennis, um was es hier geht. Aber wer jetzt sagt, ich möchte einfach mehr wissen, für den ist das ein ganz gutes Buch. Es ist sehr, sehr theoretisch geschrieben, dieses Buch, obwohl es von einem Praktiker kommt. Aber
Wenn man nun mal über die Griechen sprechen will, über diese Kennzahlen, da kann man nicht mit irgendwelchen Stories daherkommen und kann sagen, ich habe mal einen Trade gemacht, der lief so und so. Nein, sondern da muss man schon in die Berechnungsbeispiele hineingehen. Und deswegen ist das ein sehr, sehr gutes Buch. Man muss bei all diesen Büchern, die aus Amerika kommen, immer eines beachten, meiner Meinung nach, nämlich, dass dass viele Leute, die solche Bücher schreiben, sind ehemalige oder noch aktive Market Maker an der CBOE. Und was uns als Retail-Händler immer von denen unterscheidet, ist natürlich, wir zahlen Gebühren und die zahlen keine Gebühren. Und selbst wenn wir sehr, sehr gute Gebühren haben, ist es trotzdem immer noch ein extremer Nachteil gegenüber den Jungs. Und deswegen gibt es ja auch manchmal in diesen Büchern Beispiele, die zwar von der Theorie her gut klingen, die für uns praktisch aber keinen Sinn machen. Also die machen dann eben auch mal einen Butterfly auf eine 20-Dollar-Aktie. Das macht für uns aber keinen Sinn, weil die Gebühren im Verhältnis zu den Prämien, die wir hier einnehmen können, viel zu hoch sind. Wenn du aber eben ein Market Maker an der SIBO bist und für jeden Trade vielleicht maximal 3 Cent bezahlst, dann kannst du natürlich auch mal einen Trade machen, wo du am Ende 25 Cent einnimmst. Weil das lohnt sich natürlich, dann machst du halt einfach 1000 Stück. Wenn du jetzt aber wie wir sagst, du bezahlst vielleicht 1-2 Dollar und dann hast du einen Trade, der irgendwie 4 Beine hat und nimmst 20 Dollar ein, dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Also das muss man immer ein wenig beachten. Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, super Buch. Ich habe mich ein bisschen durchgequält, aber ich habe danach auch wieder so die ein oder andere Sache etwas besser verstanden. Und das gehört nun mal auch dazu, dass man sagt, okay, wenn ich wirklich ein Profi in diesem Gebiet werden will, dann muss ich mich manchmal auch durch Dinge quälen, die nicht ganz so einfach sind. Und das ist also schon ein bisschen anspruchsvoller. Also wie gesagt, kein Einsteigerbuch, aber wer ein bisschen fortgeschrittener ist, der sollte das Ganze sich mal zu Gemüte führen. Trading Option Creeks von Dan Passarelli. Ich verlinke es hier unter dem Video, könnt ihr es bestellen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, euer Jens.